Hi, hi, herzlich willkommen zu diesem kleinen spontanen Video. Hier ist wieder euer Oliver Schirmer. Ja, warum mache ich heute das Video? Und zwar habe ich vor kurzem ein Gespräch mit einer netten Dame gehabt. Es ging um das Thema, ja, Blogging. Und ja, ich mache deshalb das Video, weil ich genau die Argumente, die sie genannt hat, ja, öfters, also ab und zu einfach mal höre und dachte mir, okay, es könnte vielleicht interessant sein, einfach mal da die Sichtweise ein bisschen, ja, zu verändern. Und zwar haben wir uns eben unterhalten, ob sich der Aufbau von einem Blog eigentlich lohnt. Die Person, muss ich dazu sagen, hat schon seit 2 Jahren einen eigenen Blog, nutzt den aber nicht regelmäßig, beziehungsweise gut wie gar nicht in den letzten, ja, 1, 1,5 Jahren. Und ja, das Argument war halt einfach, ja, es kostet viel Zeit, diese Zeit will man nicht investieren. Und ja, und es bringt ja eigentlich dann auch nichts. Und sicherlich ist ein Blog nichts, was dich über Nacht reich werden lässt. Es ist kein über Nacht reich werden System, ja. Sondern ich habe einen Blog immer gesehen wie, ja, wie ein eigenes Geschäft in der Fußgängerzone in der Stadt oder so, ja. Und wenn man den Blog unter diesem Be Gesichtspunkt betreibt, also ich wollte heute nicht mehr ohne meinen eigenen Blog sein. Warum? Weil er mir ganz einfach täglich neue Interessenten, neue Kontakte liefert. Und das absolut kostenlos. Egal, ob ich jetzt heute krank bin oder ob ich in Urlaub bin, ob ich arbeiten will oder nicht. Und ich kann dir das auch gerne mal dann zeigen nachher in meinem E-Mail-Postfach. Ja, aber um darauf zurückzukommen, erstens mal das Thema Argument, viel Zeit, ja, ist eigentlich gar kein Argument, weil es gibt heute schon viele Betreiber, die dir für ein Appel und ein Ei ja eben Blogartikel erstellen. Zum Beispiel einer davon ist content.de, kann ich dir gerade mal hier dahinter schreiben. Content.de. Dort kriegst du schon Artikel in guter Qualität, zwischen ja, 400 und 600 Wörter kosten da zwischen 10 und 20 € und hast eine richtig gute Qualität. Die sind schon Suchmaschinen optimiert und. Also könnte man theoretisch outsourcen. Ich schreibe gern ja meine Blogartikel selber und ja, aber ob jetzt ein Blog sich für dich lohnt, das kannst eigentlich nur du selbst für dich beantworten. Ich möchte ja einfach mal kurz das anhand von einem Beispiel machen. Und zwar zeigt dir mal kurz hier die Eintragungen seit Oktober. Und die sind alle bei mir, kommen die über einen Blog. Ja, die wenigsten davon sind irgendwie durch bezahlte Werbung oder so, weil ich das so gut wie gar nicht mache. Außer wenn ich mal ein bisschen was ausprobiere oder so. Das waren jetzt, heute ist der 7.10., das waren jetzt im Oktober, wenn du das alles zusammenzählst, ja, waren das 19 Stück. Also kannst du sagen, so circa, ja, 3 am Tag. Ich habe auch Monate, das sind viel mehr. Ich habe Monate, das ist ein bisschen weniger. Deswegen, ich denke, der Schnitt wird irgendwo so bei 3 am Tag liegen. Das ist jetzt gar nicht so das Thema, weil es gibt, das ist auch kein sensationelles Ergebnis. Es gibt da Marketer, die haben da ein Vielfaches von. Und das ist jetzt auch nichts, wo man damit angeben kann. Und das möchte ich auch gar nicht. Was ich damit aber einfach sagen will, lohnt sich ein Blog? Für mich lohnt sich ein Blog aus einem ganz einfachen Grund. Das Geld liegt in der Liste. Und wenn du kennst ja bestimmt den Spruch, keine Kontakte, keine Kontrakte. Und genau so ist es. Egal welches Business du betreibst, wenn du keine Kontakte hast, ja, dann kannst du halt schwer aus den nicht vorhandenen Kontakten Kunden machen, weil wo sollen die denn herkommen? Und deswegen liegt das Geld einfach in der Liste. Und du musst einfach für dich die Frage stellen, ob es sich lohnt. Ja, dass deine Liste täglich um 3 Personen wächst, ja, die du dann, ja, mit denen du dann weiter kommunizieren kannst, sei es über E-Mail, Telefon, wie auch immer, um aus den Interessenten dann eben, ja, Kunden zu machen. Und diese 3 Interessenten kommen, ob du willst oder nicht, ja, also das ist, egal, ob ich was mache oder nicht, die habe ich im Schnitt immer. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, die Person hätte vor 2 Jahren einfach angefangen, jeden vierten Tag, ja, einfach irgendeinen Inhalt zu ihrem Thema auf ihrem Blog zu veröffentlichen. Sei das ein Video wie dieses hier, sei es ein Artikel, sei es ein Podcast oder was auch immer, irgendeine Art von Content, ja. Und der Content muss natürlich auch immer vernünftig sein und gut sein, sollte zum Thema passen, aber das ist wieder jetzt, darauf will ich gar nicht hinaus. Dann stell dir einfach mal vor, diese Person hätte diese, jeden vierten Tag quasi hier ein Content veröffentlicht, dann wären das, ja, in den 2 Jahren kann man sagen, so rund, lass uns einfach mal das vereinfachen, 200 Inhalte. Ja, ich schreibe das gerade mal auf, 200 Inhalte. Und diese 200 Inhalte würden
täglich nur einen Besuch, also jeder dieser Inhalte würde einen Besucher bringen, ja, dann wären das ja 200 Besucher. Ich mache das gerade mal hier pro Tag auf dem Blog. Mal 30 Tage sind gleich, wenn ich richtig rechnen kann, sind es 6.000 Besucher im Monat. So, und wenn man jetzt halt eben einen Blog vergleicht wie ein Ladengeschäft irgendwo in der City, irgendwo in der Stadt, dann war für mich einfach immer die Frage, macht ein Geschäft, wo 6.000 Besucher im Monat reinkommen, macht das Sinn? Ja, und aus meiner Sicht macht es durchaus Sinn, weil in einem normalen Geschäft ist es wie in deinem Blog auch. Es gibt Menschen, die kommen rein, schauen sich um, gehen wieder. Es gibt Menschen, die kommen rein, schauen sich um, gehen wieder raus, kaufen woanders. Und dann gibt es aber eben auch die Menschen, die kommen in deinen Laden, schauen sich um und kaufen eben bei dir, weil du sie von deiner, weil du sie überzeugt hast, ja. Und genauso seh ich halt auch den Blog, ja. Also nichts, was jetzt so langfristig irgendwelche Millionen bringt, sondern einfach als Basis deines Business. Ja, und deswegen musst du einfach für dich selbst beantworten, ob es für dich Sinn macht, 6.000 Menschen im Monat mit deiner Message zu erreichen, ja, daraus Interessenten zu generieren, sodass deine Kontaktliste eben täglich wächst. Also, wie gesagt, ob ein Blog Sinn macht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich wollte nicht mehr ohne Blog sein. Und wie du jetzt aus den Interessenten neue Partner generierst, dazu schau dir einfach unterhalb des Videos, da stelle ich dir einen Link bereit, klick einfach drauf. Dort wirst du dann weitergeleitet zu unserem System, wo dir eben genau gezeigt wird, wie du aus Interessenten neue Kunden und Partner für dein Business machst. Okay, ich hoffe, das Video war hilfreich für dich. Wenn es für dich hilfreich war, hinterlass mir ein Like, hinterlass mir einen Kommentar. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du Fragen hast, wenn du mit mir in Verbindung trittst. In diesem Sinn, alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.